Installationsboxen von Würth für die innovative Sanitär- und Heizkörperinstallation. Sehen Sie heute eine gängige Installationsmethode in Mauerwerk oder Vormauerung im Vergleich zum neuesten Stand der Installationstechnik von Würth. Aktuell werden für diese Installationen eine Vielzahl von Einzelbauteilen, Werkzeugen und Maschinen auf der Baustelle benötigt. Üblicherweise werden spezielle Multilochschienen für diesen Einsatz auf das entsprechende Maß gebogen oder, wie in unserem Beispiel, vorgefertigte Schienen verwendet. Zunächst werden die Wandscheiben mit Schallschutzsets versehen und dann auf der Lochschiene montiert. Für die Standardstichmaße 150 und 80 mm passen die Multilochbilder der Schienen. Die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden, da ansonsten die Schalldämmeigenschaften gemindert werden. Die Position des Installationsschlitzes wurde vorher anhand der Bartplanung ausgemessen und dann mit einem Meißelhammer herausgestemmt. Über den Meterriss wird die Einbauhöhe der Installationen über dem Fertigfußboden bestimmt. Die Montageschiene wird mit einer Wasserwaage ausgerichtet und die Befestigungsbohrungen angezeichnet. In den Markierungen werden Dübellöcher gebohrt. Und für das Mauerwerk passende Dübel gesetzt. Dort wird die zuvor konfektionierte Montageschiene befestigt. Somit sind die Wandscheiben montiert. An ihnen werden jetzt nach dem Aufweiten die Warm- und Kaltwasserleitungen verpresst. Vor dem Zumörteln des Wandschlitzes muss später noch eine Dichtigkeitsprobe der Pressstellen durchgeführt werden. In unserem Beispiel wird die Rohrschelle für die Abwasserleitung einfach mit einer Stockschraube in der Wand befestigt. An manchen Montageschienen können die Rohrschellen direkt angebracht werden. Nun zeigen wir diese Installation mit der innovativen Installationsbox von Würth. Für die Installation der Boxen werden nur eine Wasserwaage und Montageschaum benötigt. Mit der optionalen Montagehilfe und zwei Harnverlängerungen wird der Einbau zusätzlich vereinfacht. Die Würth-Installationsbox wird komplett vormontiert und auf Dichtigkeit überprüft geliefert. Das verbaute Rohrsystem hat der Kunde vorher selbst bestimmt und es werden nur dazu passende Originalwandscheiben verbaut. Mit den Harnverlängerungen wird die Montageschiene an der Installationsbox befestigt. Die Mitte der Wandscheiben liegt somit in der Mitte des Sichtfensters der Montagehilfe. Über den Meterriss wird die Einbauhöhe der Wandscheiben ermittelt. Mit der zweifach ausziehbaren Montagehilfe wird die Höhe der Wandscheiben eingestellt und die Installation im Wasser ausgerichtet. Für gute Haftung und schnelle, gleichmäßige Durchhärtung des Montageschaums wird der Spalt um die Box mit Wasser befeuchtet und danach einfach ausgeschäumt. Damit ist die Installation der Wasser- und Abwasseranschlüsse in etwa 2 bis 3 Minuten fertiggestellt. Nach kurzer Aushärtezeit des Schaums wird die Montagehilfe entfernt und der Schaum wandbündig abgeschnitten. Danach kann der Wandschlitz sofort zugemörtelt werden, da die Anschlüsse werkseitig bereits auf Dichtigkeit überprüft wurden. Bei Würth bekommen Sie außer den Waschtischboxen viele weitere Modelle, zum Beispiel Waschmaschinenboxen, Spültischboxen, Dusch- und Badewannenboxen für Aufputzarmaturen und für Unterputzarmaturen der meisten Hersteller. Ihr Würth-Installationsberater zeigt Ihnen gerne weitere Modelle.
Auch für die Heizkörpermontage gibt es die Installationsbox von Würth direkt mit Spülbogen. Bei dieser Boxenvariante wählen Sie unter den verschiedensten Verbundrohrherstellern oder entscheiden sich für Kupferrohr. Installationsboxen von Würth für die innovative Sanitär- und Heizkörperinstallation zeichnen sich aus durch sensationelle Schallentkopplung aller Bauteile, absolute Kondenswassersicherheit, beste Wärmedämmung, exakte Stichmaße, garantierte Dichtheit, superschnelle Montage, für die marktüblichen Rohrsysteme lieferbar.